Ja, für SW Versorgung hat natürlich die Corona-Pandemie eine besondere Herausforderung bedeutet. Wir sind ein Unternehmen, das systemrelevante Infrastruktur betreibt in Wiesbaden. Jeder kann sich ja vorstellen, ohne Strom, Gas, Wasser zu Corona-Zeiten wäre schlecht. Wir haben uns darauf eingestellt, indem wir Teams gebildet haben, die sich einander nicht begegnen, insbesondere unsere Netzleitwarte, die ja 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr besetzt ist, muss natürlich gewährleisten, dass sie jederzeit einsatzfähig ist. Wir haben insoweit unsere Mitarbeiter auch ins Homeoffice geschickt, wo immer es ging, haben sehr stark die Arbeitswelt digitalisiert und wir haben hier einen Quantensprung doch nach vorne gemacht, was das mobile Arbeiten anbelangt, den man sich vielleicht vor einem Jahr nicht hätte vorstellen können. Insoweit, wir sind gespannt, wie der Winter wird, aber wir sehen uns gut vorbereitet.